Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Ja, heute geht's mal nicht um irgendwelche Gadgets, sondern wie ihr euren Camper aufhübschen könnt, beziehungsweise das Kennzeichen. Ich bin da nämlich letztens selber erst im Internet drüber gestolpert. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt und fand das eigentlich irgendwie ganz cool. Die Kennzeichenhalter, die wir vorher dran hatten, die waren halt vom Wohnmobilhändler und ja, die fand ich jetzt eh nicht so besonders schick. Beziehungsweise war ein Teil da sogar auch schon so leicht angerissen und dann passte das eigentlich ganz gut. Wo man die ganze Geschichte bestellen kann und was der Spaß überhaupt kostet, schauen wir uns jetzt alles an. Viel Spaß! Ja, ich bin über die Seite kennzeichenhalter4u.de gestolpert und fand die erstmal so ganz cool aufgemacht, beziehungsweise auch sehr einfach aufgemacht. Man kann sich dann hier diese Leiste, die ja unter dem Kennzeichenhalter ist, die wird dann zusätzlich nochmal dran gesteckt. Das schauen wir uns gleich draußen nochmal an. Die kann man sich ganz leicht designen, sag ich mal. Ne? Man kann da einen Schriftzug draufbringen, man kann die Schriftart auswählen, man kann sogar irgendwelche Fotodateien noch hochladen, also ein Logo oder irgendwie was, haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja hier noch so eine kleine Rakete drauf, passend zum Rocket. Und ja, so kann man sich das komplett selber frei designen und das ist auch wirklich sehr einfach gemacht auf der Seite. Hier wähle ich dann ganz einfach den Text aus, wo der Text im Endeffekt platziert werden soll. Und ja, wie gesagt, ich kann mir hier noch ein Logo hochladen und dann packe ich das Ganze, wenn ich es fertig habe, einfach in den Warenkorb. Ja, ich habe jetzt in Summe 45 Euro bezahlt. Ist ja schon ganz ordentlich. Ne? Muss man natürlich selber für sich entscheiden, ob es einem das wert ist. Dabei waren dann halt zweimal diese, ja, ich sage jetzt einfach mal Komplettsets. Also einmal diese Blende und dieser eigentliche Halter, wo das Kennzeichen dann halt drin ist. Weil den musste man austauschen. Ich hatte das vorher ausprobiert, ob es mit dem alten Halter auch funktioniert. Klappte leider nicht. Ich konnte jetzt nicht einfach diese Blende da drauf stecken, ja, weil das einfach andere Maße und andere Abstände hier waren. Also hat nicht funktioniert. Deswegen musste ich den Halter auch tauschen. War vorne überhaupt kein Problem. Also den konnte ich einfach abschrauben. Hinten absolute Katastrophe. Alter, ist das eine Scheiße, ey. Ey, das war wirklich so... Naja. Das Problem war, dass die Verschraubung von dem Halter, also die waren ganz normale Schrauben, die waren aber in so Plastikgewindestecker, sag ich mal, verschraubt. Und diese Halter, diese Gewindeplastikstecker, die sind mir, ja, beim Rausdrehen der Schraube sind die mir nach hinten gefallen. Und ich konnte jetzt nicht einfach die Tür aufmachen und die Teile da rausholen, weil die in der Verkleidung quasi dann drin waren. Ich musste erstmal diese ganze Verkleidung von der Hecktüre demontieren. Da musste ich die ganze Dämmung da rauspacken und dann nach diesen Teilchen da fischen. Und ja, hat nachher noch alles funktioniert. Klar, war kein Thema, aber ja, musste Niki dann auch mithelfen, weil die dann diese Plastikteile halten musste. Ich dann die Schrauben wieder reindrehen. Ja, und somit war es dann nicht in einer Viertelstunde getan, sondern, ja, ich sag mal so anderthalb Stunden. Aber mit Nikis Hilfe ging es dann wirklich noch ganz gut. Aber ich glaube, wenn man sich da nicht ganz so ungeschickt anstellt wie ich, dann kriegt man das auch schneller hin. Hat sich im Endeffekt gelohnt. Also wir sind beide total begeistert, vor allem durch so ein kleines Gimmick dann irgendwie. Ne? Also mit dem Schriftzug hier, so ein bisschen individuell, ein bisschen personalisiert, sag ich mal. Finden wir eigentlich ganz cool. Hatten auch auf diversen Campingplätzen schon positiven Zuspruch erhalten und gefragt, wo wir diese Teile denn her haben. Ja, falls das auch was für euch ist, die Seite kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Ich packe die mal unten in die Videobeschreibung. War jetzt kein gesponsertes Video. Wir haben die Sachen selber gekauft. Ich bin per Zufall da selber drauf gestoßen, war jetzt nicht irgendwie geinfluenced oder irgendwie was. Das nochmal kurz an der Stelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Jetzt ein Mega-Intro. Nicht. I just wanna tell you that.